herzlich willkommen zum neuen Hearthstone-Abenteuer Der Fluch von Axramas. Diese Woche hat das Seuchenviertel seine Tore geöffnet und wir finden uns nun hier beim zweiten Boss, und zwar ist das Haigan der Unreine. Die Karten, die ich hier verwenden werde, habe ich wieder auf der rechten Seite für euch eingeblendet. Wie immer natürlich keine legendären oder epischen Karten mit eingebaut. Falls ihr da jetzt irgendwelche Karten nicht von habt, könntet ihr zum Beispiel einen zweiten Gedankenkontrolleur oder eine Dunkelschuppenheilerin reinnehmen. Auch eine Stille wäre hier eventuell gar nicht schlecht. In eurer Starthand solltet ihr auf jeden Fall ein rubisches Ei immer aufheben oder auch ein Lichtbrunnen. In Verbindung natürlich auch noch mit inneres Feuer oder auch Machtwortschild. Haigan hat die Heldenfähigkeit Eruption, und zwar fügt er immer dem Diener, der sich am weitesten links aus eurer Sicht befindet, 3 Schaden zu. Ihr werdet seine Fähigkeit auch jede Runde einsetzen, da sie 0 Mana kostet. Natürlich schade, wir haben unseren Gedankenkontrolleur auf der Hand und er spielt keine Kreatur, sondern bufft sich durch Dämonenfeuer. Ich warte hier lieber nochmal eine Runde ab, spiele meinen Lichtbrunnen noch nicht, den könnt ihr einfach zerstören. Gut, er spielt noch ein zweites Dämonenfeuer, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Wird natürlich gefährlich, wenn wir dich langsam Schattenwort totziehen. Oh, da kommt's auch schon. Falls er noch viele Karten auf der Hand hat, würde ich auch immer so einen ungebufften Leerrufer lieber am Leben lassen und dann vergleichbar zum Beispiel einen Flammenwichtel töten, falls er auch unten liegt, damit er halt nicht zusätzlich durch das Todesröcheln eine weitere Kreatur aufs Feld erhält. Ein zweites Schattenwort tut man natürlich auch gut gebrauchen, um jetzt eine Verdammniswache oder eine Schreckenshöllenbestie zu töten, die jetzt langsam spielen könnte. Ich habe natürlich einige Kreaturen ins Deck eingebaut, die ihr immer nach links positionieren solltet. Und zwar vor allem das nerubische Ei, dann der Steinhaut-Gargoyle. Das ist eine der neuen Naktramas-Karten, die heilt sich immer zu Beginn eures Zuges wieder um die volle HP, ist natürlich in Verbindung mit göttlicher Wille. Ziemlich nett. Habt ihr dabei auch eine Klerikerin von Nordheim unten, wird diese euch immer eine zusätzliche Karte gewähren, weil es halt wie ein Heal zählt. Nach links könnt ihr natürlich auch noch den Kurobashi-Berserker stellen. Jetzt ist schon wieder der Moment erreicht, wo unser Gegner keine Karten mehr auf der Hand hat. Das ist schon wieder halt so gut wie gewonnen. Wir werden das jetzt ganz sicher runterspielen. Das Einzige, was halt noch hier problematisch werden kann, wenn wir selbst irgendeine Kreatur zu hoch buffen, die er einfach kopieren kann. Oder, ja gut, eine Verdammniswache hat er auch noch. Die könnte halt mit 5 Schaden jetzt eingeflogen kommen. Aber es wäre jetzt wirklich auch nicht mehr so die Gefahr. Ich hoffe jetzt natürlich darauf, dass er eine vierte Kreatur runtersetzt, um mit meinem Gedankenkontrolleur eine zu übernehmen. Wie bereits erwähnt, das nerubische Ei einfach nach links setzen, er wird es zerstören und wir haben unseren 4-4er Neruba. Ansonsten hoffe ich jetzt natürlich, dass ich langsam ein inneres Feuer ziehe. Dann kann ich hier aus meinem Lichtbrunnen 28-28 machen und dann ist es natürlich schon gewonnen. Und dann schaue ich mal, wen ich durch meinen Gedankenkontrolleur erhalten werde. Durch unser 5er, unser Leerwandler, kann ja erstmal gar nichts passieren. Maximal kann er ja noch ein 2-3er Todesstreik draus runterspielen, was chargen könnte, oder sein Seelenfeuer. Ansonsten kann uns überhaupt nichts passieren im Moment. Nur den Leerrufer werde ich jetzt erstmal noch schnell töten. Wie gesagt, momentan nur eine Karte ziehen, hat er mal mehr auf der Hand. Solltet ihr diese Karten immer mal im Hinterkopf behalten, nicht, dass er euch einfach so töten kann. Dann müsstet ihr euch eher mal lieber selbst heilen, als jetzt eure Kreaturen hier am Leben zu halten. Wie immer natürlich die Seelenpriesterin können wir jetzt nicht runterspielen wegen unserem Lichtbrunnen, weil er natürlich wieder Schaden an den eigenen Kreaturen oder an uns verursachen wird. Wir werden jetzt hier einfach versuchen, weiter Karten zu ziehen, das Board zu clearen und einfach ganz locker runterzuspielen. Mein Kurobashi-Berserker lässt hier auch noch ein bisschen stärker werden, damit ich die Verdammniswache töten kann, falls ich jetzt nicht langsam inneres Feuer ziehe. Auch wenn er jetzt noch viele Karten hätte, ihr seht es ja, wir ziehen so viel, wir haben so viele Möglichkeiten gleich. Und wenn ihr einmal wirklich den Moment erreicht habt, dann ist das alles hier kein Problem mehr. Er hat allgemein auch keine Zauber, um jetzt irgendwie mal hier das Board zu klären. Ich habe jetzt hier eigentlich schon gewonnen, ich warte aber jetzt noch mal ein paar Runden, ziehe noch ein paar Karten, will euch nochmal den Gargoyle zeigen. Denn der funktioniert auch wirklich super in Verbindung mit Klerikerin. Somit habt ihr die Möglichkeit, jede Runde einfach 2 Karten zu ziehen und dann habt ihr auch einfach so einen Vorteil, dass ihr das wirklich locker runterspielen könnt. Hier seht ihr, was wir hier mit Kreis der Heilung, zweimal Kreis der Heilung noch alles ziehen könnten. Wir könnten uns sogar durch Karten ziehen, theoretisch jetzt noch selbst töten, wenn wir das jetzt weitermachen würden. Ich mache jetzt hier nochmal kurz ein bisschen Platz auf dem Board, um ein paar Karten loszuwerden.
damit ich auch endlich mal den Gargoyle ziehe. Ich habe noch vier weitere Naxxramas-Karten im Deck, die sich alle hier unter den letzten Karten befinden. Auch den Schlickspucker habe ich jetzt im Deck als einzigen Taunter, aber wie ihr seht, haben wir den jetzt gar nicht benötigt. Könnte also auch theoretisch weglassen, wenn es halt genauso läuft. Und dann buffen wir unseren Lichtbogen noch einfach mal hoch. Da ist jetzt endlich ein Gargoyle aufgetaucht. Den werde ich euch jetzt gleich noch mal kurz zeigen. Setzt ihr natürlich ganz auf die linke Seite. Ihr bekommt immer die drei Schadenspunkte und jede Runde zu Beginn jedes eures Zuges haltet sich halt und ihr zieht eine zusätzliche Karte. Natürlich durch die Klerikerin von Nordhain. Normalerweise müsst ihr jetzt erstmal eine Runde warten, dass ein Nerubische Ei zerstört wird und dann erst den Gargoyle links neben den Neruba setzen. Aber ich habe, wie gesagt, jetzt hier schon gewonnen, von daher ist es wirklich total egal. Ja, das war's dann noch schon mit Haigan. Es gibt wirklich nur Anfangsprobleme. Ihr müsst wirklich einmal das Board clearen, eventuell auch mit der Seelenpriesterin und Kreis der Heilung. Dann könnt ihr das eigentlich, wie ihr seht, locker runterspielen. Ich habe jetzt die Kombination gar nicht benötigt. Ansonsten hoffe ich, ich konnte euch weiterhelfen. Die nächsten Guides werden auf jeden Fall folgen. Macht's gut.